For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen hier, mein ganzer Stolz aktuell. Albino Mississippi Alligator habe ich euch, glaube ich, jetzt schon ein, zwei, dreimal gezeigt. Aber ich finde die einfach so cool, dass ich nicht drum rumkomme, euch die immer wieder zu zeigen. Wäre natürlich riesengroß, nichts für den privaten Terrarianer daheim in der Badewanne oder in der Einzimmerwohnung oder so, da wird es schwierig. Aber es gibt ein paar wenige, die haben den Platz oder Zoos oder international irgendwelche Zoos, Ausstellungen, die haben den Platz. Und da sind es gigantisch tolle Tiere, die sind wunderschön, werden brav. Gerade hat er schon wegen gequakt sogar, seine Kumpels gerufen. Jetzt faucht er gerade gleich ein bisschen. Wunderschön und passt heute auch zum Thema. Unsere Thema heute Großechsen. Die Panzerechsen, im weitesten Sinne fallen sie auch drunter. Aber die lassen wir jetzt da mal raus bei der heutigen Folge. Aber wie gesagt, sie passen ganz gut in die Richtung. Das Thema heute, welche Großechse wird am zahmsten? Ne? Ich habe jetzt hier eine Bartagame. Nicht, weil die Bartagame eine Großechse ist. Bartagamen sind vielleicht große Echsen, aber man zählt sie definitiv nicht zu den Großechsen. Wieso sie sich ganz gut eignet als Einstiegstier. Bartagamen sind von Natur aus ja unheimlich zutraulich. Ne? Als Jungtier, da laufen sie vielleicht mal noch ein bisschen weg, wenn ich sie rausnehmen will. Wenn sie halbwüchsig oder adult sind, dann kann man die auf die Hand nehmen, so wie die hier, die sitzen schön brav da. Es gibt aber auch andere, noch deutlich größere Echsen, die wirklich genauso toll zahm werden wie eine Bartagame. Und da möchte ich euch heute meine Top 5 vorstellen. Meine Nummer 5 sind die Steppenwarane. Ich habe, in Anführungsstrich, leider nur ein Jungtier da. Der probiert auch noch ein bisschen abzuhauen. Eigentlich typisch für junge Steppenwarane. Da probieren sie ein wenig, eben die ganze Zeit wegzurennen, abzuhauen. Steppenwarane sind schon relativ große Warane. Wenn ich die von klein auf habe und hantiere, werden die wirklich toll brav, toll zutraulich. Gibt es sicherlich einige von euch, die einen großen Steppenwaran daheim haben, der völlig brav ist. Also es sind echt tolle, schöne Terrarientiere. Ich glaube, wichtig, dass man die von jung auf natürlich hantiert und guckt, dass sie zahm werden. Wenn ihr erstmal einen Steppenwaran habt, der vielleicht 2 Jahre alt oder sowas ist und vielleicht 60, 70 Zentimeter, den dann noch zahm zu kriegen, ist einiges schwieriger. Habe ich so ein Jungtier, tue ich den regelmäßig rausnehmen, hantieren, ist der wirklich innerhalb von wenigen Tagen, Wochen, jetzt will er mich sogar beißen, na toll, innerhalb von wenigen Tagen, Wochen wird der zahm. Ne? Ich muss ihn einfach so hantieren, im Prinzip das, was ich jetzt hier mache. Guck, jetzt hat er hier nach der Fliege geschaut, da wittert er was zum Essen wahrscheinlich. Dann ist das wirklich eine tolle, brave Großechse. Der Vollständigkeit halber, es gibt noch den Weißkehlwaran. Naja, das ist eine andere Art, aber den würde ich vielleicht mit dem Steppenwaran noch gleichsetzen, bloß dass der Weißkehlwaran einiges schwieriger zu bekommen ist. Ne? Steppenwaran ist relativ gut und oft erhältlich, gibt es als Farmzuchten. Der Weißkehlwaran deutlich schwieriger zu bekommen, ist aber von der Art her ähnlich, vom Bravsein, vom Zahmsein ähnlich. Die beiden Arten würde ich so als Nummer 5 einstufen. Dann meine Nummer 4 sind die Nilwarane, also da bleiben wir in Afrika. Nilwarane hier in meiner Hand, by the way, ein Patternless Nilwaran. Nehme ich an, habt ihr noch nie gesehen. Also ich auch nicht, das ist, glaube ich, der erste Patternless, den es gibt. Nilwaran, das jetzt hier als Jungtier, da können wir unseren Nils, unseren leucistischen Nils zeigen. Der war deutlich größer. Und die Nilwarane als Jungtier auch echt scheu, ne? Wenn man reinlangt, probieren sie abzuhauen. Man muss sie auch regelmäßig hantieren. Vielleicht sind sie sogar, brauchen sie kleine Ticke länger wie die Steppenwarane, damit man sie zahm kriegt. Aber sie werden auch echt völlig zahm, ne? Wenn man sich die Zeit nimmt. Und wenn ich an unseren Nils zurückdenke, die werden auch
ich würde es bald mal sagen, idiotensicher zahm. Also das heißt, die oder zuverlässig, ne? Also oder völlig berechenbar. Ne? Also wenn man die hantiert, die fangen nicht plötzlich an zu beißen aus heiterem Himmel, weil sie plötzlich mal Lust haben zu beißen, sondern wenn die zahm und brav sind, dann bleiben sie das auch. Tolles, imposantes Tier, ne? Werden mit ihrem langen Schwanz irgendwann mal 1,50, 1,60 Zentimeter, also schon richtig große Großechsen. Ja, finde ich schon völlig faszinierend. Also wenn man davon ein adultes, zahmen Nilwaran zu Hause hat, dann ist das schon eine ganz tolle Sache. Dann meine Nummer 3 oder den Platz 3 haben die Theos. Ne? Sei es rote oder schwarze Theo, hier in der Hand habe ich jetzt einen roten als Beispielstier. Eine Echse, die wirklich auch ganz toll und schnell zahm wird, ne? Der möchte jetzt abhauen. Aber das ist ja auch einfach alles, der will jetzt einfach wegriechen. Also ich hatte den, ich weiß nicht, wann ich den zuletzt in der Hand hatte, das ist wahrscheinlich schon ewig her. Meine Kollegen haben den auch nicht regelmäßig in der Hand, ne? Dass wir den jetzt jeden Tag hantieren und dass der deswegen so zahm ist, sondern ich würde sogar sagen, die roten noch etwas ruhiger, noch etwas vom Temperament gechillter her wie die schwarzen. Die schwarzen Theos, da haben wir ja die Folge beim Andi zu Hause, ne? Weiß gar nicht, wie sie geheißen hat, Theo-Haltung beim Andi oder so irgendwie. Da seht ihr auch, was das für tolle, gigantische Tiere werden. Natürlich für alles, was wir hier zeigen, ne, wenn wir hier vom Thema Großechsen reden, braucht man natürlich echt viel Platz für alles. Ne? Also wie gesagt, der Theo, der ist jetzt gerade mal 2 Jahre alt, der wird noch deutlich größer. Die roten werden auch deutlich dicker, untersetzter, ne, kriegen dann hier wegen so ein Doppelkinn die roten. Aber wirklich tolle Terrarientiere, ich glaube auch relativ hohe Intelligenz, ne, was Futter betrifft, was so die Konditionierung betrifft, wenn es ans Fressen geht und so weiter. Wie gesagt, deswegen roter und schwarzer Theo, meine Nummer 3. Mein Platz 2, ihr wisst, ich bin totaler Nashorn-Leguan-Fan, Ziglura cornuta. Hier ein hübsches, stattliches Männchen, kriegt sicherlich von der Größe, von der Masse, kann der nochmal doppelt so groß werden. Nashorn-Leguane sind auch ganz imposante, tolle Großechsen, tolle Intelligenz, kapieren schnell, wann und wie es Futter gibt und so weiter, werden eben ganz toll brav und zahm und zutraulich. Also der wird selten hantiert, ne? Den im Prinzip fast nur zum euch ab und zu zeigen und filmen, und trotzdem ist der relativ brav, ne? Am Anfang, die ersten paar Sekunden, ist er wegen am Rummachen. Aber dann entspannt er sich doch und posiert hier schön für die Kamera. Also ich bin totaler Nashorn-Fan von der Art her. Ich finde die auch ein wenig so stoisch. Ne? Also ich glaube, vielleicht liegt es am Namen, aber so ähnlich stelle ich mir auch so ein richtiges Nashorn vor. Ne? So stoische Geduld, und wenn man denen nicht allzu blöd kommt, dann lassen sie einen auch in Ruhe. Und genauso ist es, glaube ich, bei denen. Ich finde es super, wie gesagt, bin ein riesen Nashorn-Fan und deswegen meine Nummer 2 bei den zahmen, braven Großechsen. Platz 1 der größten zahmen Großechsen ist auch gleich die größte Echse der Welt, die es gibt, der Komodowaran. Leider so selten in der Terraristik nicht zu bekommen, dass ich euch hier kein in Original zeigen kann, aber ich kann euch Filmmaterial einblenden auf den Kanaren. Da der Jim Petter hat die oder züchtet die auf den Kanaren. Da können wir euch Bilder zeigen. Haben wir mal einen schönen Film drüber gemacht. Das Tolle ist wirklich, diese Komodowarane sind auch von Natur aus so erhaben. Die denken sich, ne, was soll mir passieren? Mir kann eh keiner was. Dass die wirklich brav sind, umgänglich sind. Selbst wenn man die nicht jeden Tag hantiert. Völlig nicht aggressive, nicht scheue, gigantische Dinosaurier. Also das ist absolutes oder war für mich ein absolutes Erlebnis, wo ich da auf den Kanaren war. Sind definitiv meine Nummer 1 der zahmen Großechsen, wie gesagt, in jeder Hinsicht, weil sie so zahm werden und weil sie so riesengroß werden. By the way, es gab mal früher der Dr. Brock, Krokodilpapst seines Zeichens, der hat erzählt, ich kann mich aber nicht erinnern, entweder an der Wilhelma oder im Kölner Zoo gab es wohl früher einen
Komodo-Waran, der sogar zwischen den Besuchern rumgelaufen ist, da im Park drin, ne, sich völlig nicht hat stören lassen von den Besuchern. Ich weiß nicht, wer es von euch die Geschichte auch kennt, dürft ihr gerne mal unten rein posten. Ja, das war in dem und dem Zoo, das habe ich auch gehört oder gar selber gesehen und so weiter. Würde mich nochmal interessieren. Das waren meine Top 5. Gerne unten rein posten, welche ihr in die Nummer und in die Top 5 reingenommen hättet, welche ihr nicht reingenommen hättet. Gerne unten posten. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr es spannend und interessant fandet. Abonniert Reptil TV. Ich freue mich über jedes Abo. Das ist die Bezahlung des YouTubes. Ne, das ist tatsächlich so. Keiner vom Computer zahlt ja demjenigen, der hier vor der Kamera steht, Geld, sondern das Einzige, wie ihr euch gleich revanchieren könnt, ist über den Daumen hoch und über das, dass ihr den Kanal abonniert. Würde mich freuen. Ansonsten bleibt mir treu und checkt die großen, zahmen Echsen.